Hallo, wieder ist es soweit, eine neue Folge Hundehalter Podcast. Wir haben diese Folge keinen Präsentatoren, aber dafür ein tolles Thema und einen tollen Gast, und zwar die Uli. Hallo Uli. Hallo. Ja, und ich bin der Alex, ich bin auch noch dabei. Genau, unser heutiges Thema ist Hundehaltung Stadt versus Landleben. Wir werden da so ein bisschen Vor- und Nachteile erörtern. Und dementsprechend dann mal sagen, was uns vielleicht auch besser gefällt, Sachen, die uns selber passiert sind. Ja, genau. Ich würde einfach sagen, wir fangen einfach mal ganz locker an, wenn das noch möglich ist. Ja klar, fangen wir an. Okay, wir haben vorher ja beide in der Stadt gelebt mit Hundehaltung. Und jetzt sehen wir ja momentan eher das Landleben. Wir sind letztes Jahr umgezogen. Und deswegen können wir jetzt berichten, was denn so ungefähr die Unterschiede sind. Wir haben vorher in der, ja, schon eine Großstadt gewesen, oder? Ist eine Großstadt gewesen. Okay, eine Zwar Großstadt. Stadtrand, aber Großstadt. Ja. Ich habe immer gedacht, in der Großstadt, wo wir da am Stadtrand gelebt haben, weil wir halt dann auch relativ schnell, ich sag mal, auf den Kuhweiden waren, dass wir eigentlich fast eher auf dem Land leben. Aber es war trotzdem Stadtleben. Es war jetzt halt nicht irgendwie Innenstadt, aber es war halt trotzdem Stadtleben, würde ich mal so sagen, oder? Ja, vor allen Dingen jetzt auch im Vergleich zu so, wie wir jetzt wohnen. Jetzt ist es halt so ein kleineres Örtchen. Ja. Dorf, jetzt vielleicht noch nicht ganz, aber ja, doch. Und auch da wieder am Rand. Das heißt, man ist wirklich sehr schnell draußen. Das Also stimmt. im Nichts. Sehr schnell im Nichts. Aber es ist auch ganz nett. Ja, also bisher muss ich sagen, gerade für mit Hund ist das irgendwie wirklich toll so. Okay, dann würde ich schon zum ersten Punkt kommen, was denn jetzt am Landleben mit Hund vielleicht ein bisschen anders ist. Und zwar, ja, Leute. Also man sieht wesentlich weniger Leute. Man kann öfter seine Ruhe haben. Ich hatte das Gefühl in der Stadt, gerade wenn man mit dem Hund spazieren gegangen ist, dass wir hatten einen Wald relativ in der Nähe, also so ein Stadtwald halt. Und ich konnte nicht mal 100 Meter gehen, ohne dass mir immer jemand entgegengekommen ist. Und das ist ja auch okay und damit muss man in der Stadt auch rechnen, aber man hat halt für sich wenig Zeit. Und vor allen Dingen ist es ja auch dann so, ich will da nur sagen, Hundebegegnung, man weiß es gehört sich eigentlich, wenn einem ein anderer Hund entgegenkommt, dann leint man seinen Hund an. So, und dass man eigentlich beide Hundebesitzer ihren Hund anleinen bei Hundebegegnungen, das finde ich, das ist eigentlich ein gutes Benehmen. Und eigentlich auch ein Muss. Und das ist halt nur ätzend, weil wenn du jetzt irgendwo in der Stadt läufst mit deinem Hund und du willst deinen Hund auch mal Freilauf gewähren, dann hast du halt quasi, bei uns war es immer so, hatten wir halt immer relativ viele Hundebegegnungen, obwohl man vielleicht auch mal seine Ruhe haben möchte. Und viele Hundehalter, es ist ja auch total okay, sind halt sehr kommunikativ, die kommen dann auf dich zu und sagen, hallo, was hast du denn da für einen Hund? Ich habe hier die Sally, sagen sie dann selber, die ist 13 und dann hast du die Lebensgeschichte von dem Hund gehört, den du gerade kacken siehst. Und fragst dich halt, warum. Aber es ist okay. Also es gibt da halt viele Leute, die wollen dann halt über Hunde so soziale Kontakte aufbauen. Und es gibt dann so Leute wie mich, die wollen mit dem Hund rausgehen und ihre Ruhe haben oft. Die wollen dann irgendwie Podcasts hören, Musik hören und vielleicht auch ein bisschen für sich sein und mit dem Hund auch ein bisschen arbeiten und trainieren. Und das ist schon mal ein gewaltiger Unterschied. Da denkst du, dass es so ist, wie ich das geschildert habe, dass es halt in der Stadt doch mehr Leute sind, die einem entgegenkommen jetzt als hier auf dem, in Anführungsstrichen, Land. Ja, also auf jeden Fall die Menge ist ein großer Unterschied und auch wie die Leute auf einen zugehen. Was du schon gesagt hast, in der Stadt schon eher irgendwie, dass die tatsächlich auf einen zugehen und einen da irgendwie integrieren wollen oder irgendwie wollen, dass die Hunde miteinander spielen. Wenn man jetzt den Hund hat, der das nicht ganz so gerne mag, dann war auch teilweise wenig Verständnis in der Stadt dafür, dass man seinen Hund eben nicht dauernd ableint, weil der vielleicht bestimmte andere Hunde nicht so gerne leiden kann oder da so ein bisschen Verhalten zeigt, was andere dann immer gleich als super aggressiv bezeichnet und haben die Hunde aber trotzdem nicht angeleint, auf einen zulaufen lassen und dann gab es immer schnell Konfliktsituationen, wenn man selber seinen Hund da angeleint durchführen wollte, was nicht immer ganz einfach war. Das stimmt. Vor allen Dingen ist es ja nicht immer der eigene Hund, der dann auch mal Ärger macht, sondern es kann ja auch einfach mal ein anderer Hund sein. Und man fühlt sich dann halt auch unwohl, wenn ein unangeleinter Hund auf einen zuläuft und bellt und knurrt den Menschen an und vielleicht auch den Besitzer. Und zu der Sache mit dem Integrieren, also in die Gruppe integrieren, weil Hundehalter sind ja immer so, die denken, oder viele denken immer so in Gruppendenken, wollte ich nochmal ein Beispiel nennen. Und zwar, als wir umgezogen waren, das letzte Mal in der Stadt, innerhalb der Stadt, sind wir ja zu diesem besagten Wald dahin gezogen. Und dann kam relativ schnell eine Frau auf uns zu und die war eigentlich auch ganz nett und hatte auch einen relativ vernünftigen Hund. So, da hat nichts getan, war lieb. Und unsere Hunde haben sich eigentlich auch verstanden.
Und dann, ich hatte die Frau mal vorher ein bisschen gemieden, weil ich immer so ein bisschen meine Ruhe haben wollte morgens beim Spazierengehen, weil jeder weiß, wie das ist. Dann hält er niemand an, dann schnackt man kurz und schon ist man eine Stunde unterwegs und steht da eigentlich nur auf dem Fleck und der Hund hat nicht viel gesehen, außer den einen Baum. Und die hat mich halt angesprochen und die meinte zu mir, sie hätte eine Hundegruppe dort und ob wir denn nicht mal Lust hätten, da ja, mitzumachen oder sowas. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin mir halt nicht so sicher, mein Hund, ich kenne meinen Hund ja, der spielt halt relativ wild, also der verletzt nicht, aber der ist halt echt eine Nervensäge oder kann auch echt eine Nervensäge sein, der kennt kein Ende. Und dann habe ich halt gesagt, so ja, okay, klar, können wir versuchen. Und dann waren wir halt mit der unterwegs, Uli war auch mit dabei. Und dann dachte ich halt so, ey, das läuft ja richtig toll. Also der spielt mit denen und sowas und die motzen sich da gar nicht gegenseitig an, die Hunde. Und es läuft und kein Stress. Nur meine ist halt nur viel am Rumrennen gewesen. Und weiß nicht, hat uns eigentlich alle mal gefühlt so im Kreis und von A nach B und sowas. Ja, was halt so ein wilder Hund da macht. Und dann habe ich die nochmal getroffen, die Frau. Und dann meinte sie halt so, ja, ich wollte mal sagen, schade, dass es mit der Integration in unsere Gruppe nicht geklappt hat. Irgendwie passt das leider nicht. Und ich da vorher so Bedenken haben, als wir quasi die Begegnung hatten, dachte ich so, oh, das ist doch aber echt schön für ihn und sowas. Das macht ihm auch Spaß. Auch die anderen Hunde waren alle vernünftig soweit und so. Ne? Und dann meinte ich halt so, nee, nee, das passt bei uns leider nicht. Das fand ich ein bisschen, fand ich so ein bisschen komisch und auch seltsam. Und es hat auch so den Anschein gehabt von so einem exklusiven Club. So, wir bestimmen, du kommst nicht in unseren kleinen Hausfrauenclub hinein. Die dann irgendwie, ja, weiß nicht, kleine Mischlinge mit langem Fell haben. genau, und das fand ich halt irgendwie ein bisschen sonderbar, dass dass die Leute dann so drauf sind. Also das ist, ja, gefällt mir nicht so. Ja, das war halt wirklich, weil, wie du schon sagtest, dein Hund halt wilder spielt. Das hatten wir vorher gesagt. Und dann haben die erst gesagt, jo, meiner spielt aber auch wild und so. Und wir haben auch gedacht, jo, okay, ist ja dann offensichtlich in Ordnung. Und dann war denen das hinterher einfach doch zu wild. Obwohl wir denen das ja vorher schon extra gesagt hatten, dass der halt eine sehr, sehr wilde Spielweise hat. Und dann haben die das aber trotzdem, ja, nicht akzeptieren können. Irgendwie, das war ein bisschen seltsam. Aber man muss ja ehrlich sein, er hat den anderen Hunden, also ich meine, das macht er sowieso nicht, aber er hat den anderen Hunden ja nichts getan. Er hat sie halt nur übermäßig zum Spielen aufgefordert und die waren irgendwann genervt. Und so, und ich musste ihm halt immer sagen, so, jetzt lass den Kleinen mal da in Ruhe und lass den mal in Ruhe. Und ich glaube, das hat ihm irgendwie nicht gefallen. Ich weiß es nicht. Weiß nicht, vielleicht war ich auch das Problem, aber es war schon irgendwie, glaube ich, mit dem Hund das Problem. Weil sie meinten ja zu mir, ja, das hat mit dem Hund hat das ja überhaupt nicht geklappt. So. Ich kann es auch sagen, es ist ja auch kein Geheimnis. Ihr wisst ja, mein Hund ist Max. Könnt ihr meinen Instagram-Kanal besuchen. Fleißig Daumen nach oben geben oder auch nicht, irgendwie kommentieren. Ja, wenn ihr es macht, würde ich mich freuen. Wenn ihr es nicht macht, ist auch okay. Genau, das war so eine Sache, das fand ich relativ seltsam. Das ist so wieder so ein Beleg dafür, dass es in der Stadt auch seltsame Leute gibt. Ich meine, ich lebe jetzt noch nicht so lange auf dem Land, dass ich sagen kann, auf dem Land ist alles anders, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du in der Stadt halt seltsame Leute mit Hund triffst, ist halt deutlich höher. Und das ist klar, weil da mehr Leute auch einen Hund haben, teilweise, ne? Ich will noch mal ein paar skurrile Begegnungen aus der Stadt erzählen, um noch mal was zu verdeutlichen. Und zwar, was ich auch echt heftig finde, wir hatten eine Bekannte, oder ja, haben eine Bekannte gehabt, mit der haben wir jetzt momentan weniger Kontakt. Und die hatte einen kleinen Hund, der hieß Freddy. Genau, es ist halt nur zur Anonymisierung. Freddy war eigentlich ein ganz lieber Hund, soweit, und auch ganz nett und umgänglich. Und die ist mit Freddy immer auf eine Hundewiese gegangen, so eine Hundefreilauffläche quasi, wo man den Hund ableinen kann, auch zu gewissen Zeiten halt. Wo es erlaubt ist, dass der Hund dann halt da spielen kann mit anderen Hunden und abgeleint rumläuft. Ich persönlich bin nicht so ein Freund davon, kann ich ja nochmal erzählen, warum. Und ihr wurde das auch zum Verhängnis. Und zwar war sie mit ihrem Freddy dort, unsere Freundin. Und dann kam eine andere Frau dazu und die hatte so einen Mischling irgendwie, so einen ganz wilden Mischling. Das war irgendwie ein Mischling aus Dogge und irgendwie. Laut ihrer Meinung irgendwie ein Pitbull oder sowas. Das soll jetzt nicht heißen, dass ein Pitbull böse ist und sonst was. Aber es war halt, der Hund war halt wohl nicht so ohne. Und zwar hat dieser Hund namens, ich verändere jetzt keinen Namen, weil das ja ein Gewalttäter ist, der Hund, hieß der Odin wohl, wurde mir zugetragen. Ich habe ihn selber nicht einmal gesehen. Und der hat ihren Hund wohl fast getötet. Also wir haben die Bilder gesehen. Und der war ja, ich habe noch nie einen Hund gesehen, der so übel zugerichtet worden ist. Der war glattgeschoren wie ein Schaf nachher, damit die alle Verletzungen nähen konnten. Und sowas kann einem halt auch passieren. Ne? Also das ist, ich meine, davon ist man auf dem Land auch nicht gefeit, aber sowas passiert halt auch in der Stadt häufiger. Also ich habe das schon ein paar Mal gesehen, auch dass halt solche Übergriffe oder solche, ja, solche Hundekämpfereien mal in der Stadt passiert sind.
Bestes Beispiel auch mit Uli, weißt du, wir sind einmal spazieren gegangen und dann war da ein weißer Hund mit vielen Punkten, also ein Dalmatiner. Und die Frau war halt sehr darauf bedacht, dass sie sagte immer, ja, mein Dalmatiner ist gut erzogen, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, kein Problem. Und sie hat mich immer nur argwöhnisch angeguckt, weil das ja mit unserer Hundespielrunde da wohl nicht geklappt hat und wir da aus dieser Gruppe wohl nicht, wir haben keinen Brief fürs Recall bekommen, um das vielleicht auf Deutschland sucht den Superstar-Art zu sagen. Hat sie uns so ein bisschen so argwöhnisch angeguckt und ich lief mit Max und Uli an ihr vorbei, also mit so irgendwie 20 Meter Abstand. Und sie stand in einer Gruppe von Hunden und ihr Hund hat quasi mit den anderen Hunden gespielt. Und auf einmal schnappt ihr Hund einem anderen Hund wirklich irgendwie in die Seite rein. Er beißt den wirklich, aber sowas von in die Seite rein und der andere Hund am Rumjaulen und sowas. Und das war dann eine richtige kleine Beißerei auch, ne? Und das kann einem halt auch in der Stadt passieren, weil, wie gesagt, es gibt da mehr Hunde, also es gibt mehr Hundehalter auf diesen Freilaufflächen, die man hat. Vielleicht gibt es nicht insgesamt mehr Hunde und Hundehalter, sondern es gibt einfach mehr Hundehalter, die konzentrierter irgendwo rumlaufen, auf weniger Fläche und deswegen kommt man sich da öfter in die Quere. Ja, und ich glaube, dass zusätzlich eben dazu kommt, was ich schon meinte, dass ich habe das Gefühl, in der Stadt, wir müssen dann gleich mal Land dann sozusagen, als was wir bisher als Erfahrung haben, dagegen setzen. Aber in der Stadt häufig eben, das ist, ach, die Hunde müssen miteinander spielen, alle Hunde müssen sich untereinander verstehen, wir leinen die alle immer schön ab. Die werden auch häufig auch abgeleint, selbst in Brut- und Setzzeiten, selbst in so einem Wäldchen, wo das eigentlich nicht erlaubt ist. Und da eben nicht so Rücksicht drauf genommen wird, wenn jemand zum Beispiel mit einem angeleinten Hund vorbeigeht, dann wird eher gesagt, der muss doch ableinen, anstatt dass die Leute dann ihren Hund an die Leine nehmen, was ja eigentlich das richtige Verhalten ist, so wie man das eigentlich auch lernt. Wenn jemand mit angeleinten Hund vorbeikommt, dann lässt man nicht seinen unangeleinten Hund auf den zustürmen und den ankläffen oder. Und dass diese Mentalität, oh, alle Hunde müssen sich immer untereinander verstehen und die müssen immer alle miteinander spielen. Und erwachsene Hunde spielen nun mal nicht alle miteinander. Also es gibt einfach Hunde, die machen das nicht so. Es gibt auch die anderen, aber es gibt eben verschiedene Hunde und nicht jeder Hund ist gleich. Diese Mentalität ist aber irgendwie in der Stadt doch sehr häufig zu finden und dadurch kommt es häufiger auch irgendwie zu Konfliktsituationen, die dann auch vielleicht mal in so Beißereien enden können. Ja, das sehe ich auch so. Ich habe das Gefühl, auch vor allen Dingen jetzt so mehr auf dem Land, in Anführungsstrichen, dass die Leute so ein bisschen umsichtiger aus sind und vielleicht auch ein bisschen respektvoller miteinander, wenn sie einem begegnen und so. Also, ich bin letztens einem begegnet, der hatte irgendwie Hunde und die haben, also irgendwie zwei, drei Hunde und die haben so ein bisschen Theater gemacht. Und da war klar halt, als er mir entgegenkam auf einem relativ engen Stück, ich gehe da, wo es breiter ist, quasi an die Seite, lasse ihn vorbeilaufen und gehe dann weiter. Und da ist ja jeder, war jeder einverstanden mit quasi, war so ein. Brauchte man nicht großartig abklären, sondern das hat man so quasi schon einfach gesehen, dass man das am besten so macht. Und in der Stadt sind die halt mega uneinsichtig gewesen, so, ne? Also schon, was ich auch hatte, irgendwie kurz bevor wir weggezogen sind, laufe ich mit meinem Hund im Wald, kommt da ein Welpe, also das heißt in Anführungsstrichen Welpe, irgendwie so ein 6 Monate alter Hund, und springt meinem Hund hinten drauf, meinem Rüden Max, und will ihn poppen. So. Und Max fand das halt nicht toll, so. Ich fand es halt auch nicht toll. Und dann hat sich die Frau noch irgendwie bei mir so darüber aufgeregt, warum ich denn meinen Hund an der Leine laufen lasse und sowas, weil es wäre doch besser, wenn man ihn da ableint, dann würde ja sowas gar nicht passieren. Und das war ich auch ein bisschen sauer, weil ich dachte halt so, ja, sie kann ja auch einfach mal aus, das ist das falsche Wort jetzt, aber vielleicht aus, einfach aus Respekt und Anstand ihren Hund einfach mal anleihen, wenn sie sieht, da kommt einer mit einem angeleinten Hund lang. Wie oft habe ich das schon gesehen, auch irgendwie das eine Mal Neumünsterländer angeleint, die Leute wollten den immer nicht ableihen, weil sie sagten, der ist nicht so ohne. Andere Leute haben das woanders gesehen, haben ihren Hund hingelassen und schon gab es eine Beißerei, wo sich die Hunde verkettet hatten. Ich habe es dann halt von weitem gesehen, habe mir meinen Teil gedacht, dass man hätte das vielleicht auch quasi verhindern können. Man muss ja seinen Hund auch nicht unbedingt anleihen, wenn jemand mit einem angeleinten Hund vorbeikommt, wenn man sicher ist, dass der Hund nicht hinrennt oder der Hund zu 100% abrufbar ist. Und das war in dem Fall halt nicht so, dass die den Hund abrufen konnten. Also die hingen da ja wirklich ineinander geziebelt fest. Ja, ist halt ärgerlich. Was ich auch noch im. Was ich auch noch jetzt als Unterschied vermerken möchte, ist halt der Punkt, dass in der Stadt wollen die Leute ihren Hund unbedingt immer freilaufen lassen und hier im Land hatte ich immer das Gefühl, ich habe noch keinen unangeleinten Hund gesehen. Gut, es ist jetzt auch gerade Brut- und Setzzeit, aber auch generell die Begegnungen, die wir jetzt bisher so hatten, waren eigentlich immer, also wir hatten schon mal einen, der war nicht angeleint, der wurde aber dann, als man kam, schon sozusagen hergerufen, an die Leine genommen und dann führen sich die Leute, die Hunde aneinander an der Leine vorbei. Dann grüßt man sich freundlich, deswegen muss das Ganze ja nicht unfreundlicher sein und geht seiner Wege, aber
Hier funktioniert das wirklich prima, wenn man mit einem angeleinten Hund durch die Gegend läuft, dass einem die anderen Leute nicht einen unangeleinten Hund auf den Hals hetzen, in Anführungsstrichen. Haben wir bisher bei allen Begegnungen gehabt, dass das immer prima funktioniert hat, dass die Hunde gut aneinander vorbeigeführt wurden. Dann war mal der eine Hund vielleicht irgendwie ein bisschen meckrig oder der andere Hund ein bisschen meckrig, aber dadurch, dass man die ja an der Leine hat vorbeiführen lassen, ist das dann überhaupt gar kein Problem. Und es gibt nicht den Konflikt, den man eben eventuell dann in der Stadt hätte, wenn ein Hund eben nicht ganz so verträglich ist, dass es dann immer gleich ganz schlimm ausartet und derjenige dann der Buhmann ist. Ja, aber da möchte ich halt auch noch festhalten, ich finde nicht, dass die Hunde das Problem prinzipiell sind, sondern eher die Besitzer. Also. Ja, bei dem Verhalten, ne? Wie gesagt, wenn man sich so verhält, dass da eben nichts passieren kann, man hält die Hunde an der Leine, die gehen aneinander vorbei und gut ist auf den normalen Spaziergängen, dann funktioniert das ja wunderbar. Eine Situation hatte ich auch, da habe ich eine bei einem Spaziergang durch einen Trampelpfad in einem Wald getroffen, die hatte ihren Hund nicht an die Leine, nein, nicht an der Leine, die hat ihren Hund, als ich kam, direkt zu sich gerufen, und hat dann nur kurz gefragt, hey, wie wäre das? Und da habe ich gleich gesagt, ah, vielleicht nicht so gut gerade. Und dann hat sie ohne Murren ihren Hund angeleint, schön gegrüßt und den Tag gewünscht und wir sind aneinander vorbeigegangen und es war alles überhaupt gar kein Problem. Also, dass man, und in der Stadt hatte ich immer das Gefühl, gerade in diesen Stadtwäldchen oder halt da diesen Konzentrationsflächen, in diesen Flächen, wo man mit den Hunden sich halt häufig trifft, weil man da mit den Hunden halt gut gehen kann, dass dann immer das so erzwungen wird, ja, jetzt leihen sie doch auch mal ab und jetzt müssen die Hunde dabei auch miteinander spielen und sich freuen oder keine Ahnung. Das heißt, man wurde immer in diese Situation gedrängt, dass man dann quasi dumm dastand, wenn man gesagt hat, nee, ich möchte aber jetzt nicht, dass mein Hund spielt, sondern ich möchte mit meinem Hund hier einfach an der Leine langlaufen, Vor allen mit dem Dingen, vielleicht trainieren oder was auch immer. Und das wurde immer ganz schlecht nur akzeptiert. was auch teilweise nicht verstanden wird, man lernt seinen Hund ja nicht unbedingt nur nicht ab, weil der Hund vielleicht rumstresst bei anderen Hunden und es dann vielleicht zu Konflikten kommt, sondern vielleicht auch, weil der Hund einen Jagdtrieb hat. Nette Geschichte dazu, wir kannten jemanden, der hatte einen Husky und hatten sich relativ jung den Husky geholt, haben sich den Husky geholt, nicht weil sie den Charakter toll fanden, sondern weil sie das Aussehen toll fanden. Genau, und die haben ihren Husky auch mal abgelernt an so Freilaufflächen. Und der Husky hat sich nicht für andere Hunde interessiert. Der war auch sehr schnell unterwegs. Vor allem, wenn er abgeleint worden ist, war der sehr schnell unterwegs, dass man ihn nicht mehr sehen konnte. Und die haben ihren Hund teilweise tagelang gesucht. Und dann haben sie gesagt, ja, der weiß ja, wo wir wohnen. Wir warten jetzt einfach, bis er nach Hause kommt. Ja, das ist, fand ich schon irgendwie, fand ich erstaunlich, ne? Also, dass die den Hund dann da so verloren haben dadurch. Es muss nicht auch unbedingt nicht immer Jagdtrieb sein. Also noch eine andere Geschichte. Eine Frau, die sich selbst als Hundetrainerin verstanden hat, die wir kennengelernt haben, sie dann so meinte, sie würde das irgendwie alles auf dieser Freilauffläche da so kontrollieren und sowas, hat auch irgendwie so eine Ausbildung gemacht als Hundetrainerin mal angefangen und so. Die hatte einen Labrador und der Labrador, der ist einfach bei abgehauen, als er eine läufige Rüdin gerochen hat. Läufige Hündin gerochen, läufige Rüdin. Der als er eine läufige Hündin gerochen hat, ist da abgehauen und die ist auch einen ganzen Tag durch den Stadtteil gelaufen und hat ihren Hund gesucht. Die wusste nicht, wo der ist. Das ist ja irgendwie auch nicht so Sinn und Zweck der Sache, dass man dann seinen Hund ableint einmal und der Hund dann weg ist. Das muss man ja halt auch bedenken. Es gibt halt Hunde, da ist der Jagdtrieb so groß und den kriegt man halt auch nicht abtrainiert, dass man die halt bei solchen Flächen sogar nicht mal oder im Wald überhaupt nicht laufen lassen kann. Und das ist halt, finde ich, dann auch ein Problem, was du in der Stadt auch haben kannst, genauso wie auf dem Land natürlich. Mich hat es sehr gewundert jetzt, dass wir hier auf dem Land sind und was ich gesagt habe, ich habe eigentlich noch keinen freilaufenden Hund gesehen bis jetzt. Also ich persönlich selber. Du hast ja erzählt, du hast mal einen gesehen gehabt. Genau, aber die hat ihn dann halt relativ schnell angeleint, als ich gekommen bin, und ist dann mit dem auch angeleint weitergelaufen. Die hat halt auch super gehört, die konnte ihn so zu sich rufen. Ja. Ja. Also ich bin mit meinem Hund, mit Max, den ihr ja auch kennt dann, laufe ich halt auch quasi öfter mal unangeleint rum hier auf Flächen, wo es erlaubt ist. Privatgrundstücke und sonstiges. Und ja, das klappt auch alles soweit und es macht auch echt Spaß, dass man den Hund auch mal frei rumlaufen lassen kann. Vor allen Dingen, wenn der Hund sich nicht um einen größeren Radius als 10 Meter von einem entfernt. Bei mir reicht es halt, wenn er da nicht drauf achtet, ein kurzes Pfeifen, dann ist er wieder da. Das Einzige, womit ich am Anfang, womit ich jetzt noch nicht so klar gekommen bin bis jetzt, erschrecke ich mich selber mal, sind die ganzen Rehe. Also ich habe pro Spaziergang, den ich mache, sehe ich mindestens immer 5 bis 10 Rehe. Und das ist teilweise ein ganz schöner Schreck. Also dann läuft man irgendwie auf einem, sagen wir mal, Feldweg lang. Und dann springt hinter einem aus dem Gebüsch ein Reh raus. Oder einen Meter vorm Hund. Und das Gute ist nämlich, dass meiner hört so gut, dass wenn ich ihm sage, hey, komm her, wenn du das Reh siehst, kommt er zu mir her und dann ist die Sache erledigt für ihn.
Aber andere Hunde, die würden halt hinterherrennen. Und das ist halt noch so eine Sache, das ist noch im Landleben vielleicht noch gefährlicher, weil man vielleicht nicht unbedingt immer die idealen Flächen hat zum freien Laufen, wenn der Hund nicht abrufbar genug ist bei so Jagdsachen. Man muss ja gerade auch unter Ordnung trainieren, aber es ist halt schwierig, dann das am realen Beispiel zu trainieren, wenn der Hund nicht angeleint ist und nachher ist er weg. Dann sucht man den erstmal irgendwie ein paar Stunden oder so. Das könnte natürlich unschön enden. Ja, da muss man dann im Prinzip die Lösung natürlich mit Schleppleine arbeiten und das gut trainieren. Aber tatsächlich, meine Hündin ist ja auch sehr jagdtriebig und ich sehe bei der schon schwarz, dass ich die hier außerhalb von umzäunten Gebiet jemals werde laufen lassen können, weil der Jagdtrieb bei ihr wirklich sehr stark ausgeprägt ist. Und die ist hier tatsächlich, wenn man unterwegs ist, permanent nur am Wittern und am Rumgeiern, wo denn hier das nächste Hase, das nächste Reh langgelaufen ist. Da Ja. müssen wir noch ordentlich trainieren, dass das vielleicht auch besser wird. Ja, die ist leider sehr drauf fixiert. Die kann man davon leider noch nicht so abbringen. Das ist noch ein bisschen Training, was da vor uns liegt. Wäre auch nicht gemein, sondern es ist halt auch ein Hund, der ist kam aus schlechter Haltung zu uns, kommt aus dem Ausland eigentlich und hat bis jetzt auch noch nicht so viel Positives in seinem Leben erlebt. Der muss halt dann nochmal ein bisschen trainiert werden, dass es dann klappt. Und dann sollte das auch eigentlich, denke ich mal, irgendwann sich einigermaßen in den Griff bekommen. Ja, aber ansonsten ist natürlich schön, dass man auf dem Land sehr schnell raus ist, und halt wirklich dann auch schön laufen kann. Also man hat Wiesen oder Felder, wo man auch so dran lang laufen kann, rüber mal ein bisschen querfeldein, ist jetzt zu viel gesagt, weil man halt immer irgendwo sich schon so auf Feldwegen oder so bewegt, aber da kann man sich natürlich schön ordentlich austoben und schöne Spaziergänge machen und ist dann nicht so eingeengt und auf wenige Flächen fixiert oder eingeschränkt, wie man das in der Stadt ist. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil auch fürs Land. Ja, aber nochmal ein Nachteil. Ich meine, wir reden sehr viel Positives über das Land und sehr viel Negatives über die Stadt. Die Leute, die jetzt in der Stadt wohnen, werden uns hassen. Nachteil ist natürlich auch, ich habe das Gefühl schon, dass es hier auf dem Land deutlich mehr Zecken gibt als in der Stadt auf diesen Freilaufflächen. Klar, weil wir ja auch den Wildbestand haben. Da ist Genau. natürlich die Zeckendichte hier enorm hoch und man muss seine Hunde dagegen schützen. Genau. Und noch ein weiterer Nachteil meiner Meinung nach ist der böse Wolf, weil wenn der kommt, dann frisst alle. Nein. Vom Wolf habe ich eher, also habe ich Respekt, aber habe ich jetzt nicht so die große Befürchtung, wovor ich wirklich als Hundehalter Respekt habe, sind Wildschweine. Weil, wer da schon mal ein ausgewachsenes Wildschwein gesehen hat, die haben schon gut Kraft, die haben auch ja, dicke Hauer, mit denen sie dir alles abkauen können. Ja, und die kommen teilweise auch in Rudeln oder kommen oft in Rudeln vor und Rotten können nennt man das. rotten, oh, super, und können auch sehr aggressiv sein unter Umständen, hängt dann auch von der Jahreszeit ab, ob sie Junge haben. Richtig? Ja, genau. Die sind aggressiver, wenn sie Junge haben, aber auch generell sind Wildschweine nicht zu unterschätzen und immer ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten. Also ich. Man sollte sich ihnen nicht so sehr nähern. Ja. Hast du schon mal ein Wildschwein getroffen? Nur bisher zum Glück junge Tiere, die an einem nur von vorbeigelaufen sind in größerer Entfernung, aber nicht so ganz dicht zum Glück. Also, weil ich kann mich noch daran erinnern, als wir Urlaub gemacht haben vorletztes Jahr mit den Hunden, da waren wir, wir wollten einfach irgendwas buchen, wo wir halt in Ruhe sind, also quasi Landflucht, so mehr oder weniger. Und haben uns, Stadtflucht. genau, Stadtflucht, Entschuldigung, nicht Landflucht, vollkommen richtig. Dann haben uns etwas gebucht, was irgendwo in der Pampa war. Und ich wusste gar nicht wirklich, wo wir hinfahren, richtig. Und dann habe ich es einfach ins Google Navi eingegeben und irgendwann waren wir fast in Brandenburg. Irgendwo in der Uckermark da. Und ja, nee, nicht nur Uckermark. Uckermark ist, glaube ich, östlich von Berlin. Auf jeden Fall waren wir da quasi fast bei den Mecklenburgischen Seenplatten in der Nähe Irgendwie von Gorleben halt. wir waren irgendwo im Nichts. Genau, wir waren irgendwo im Nichts. Und sind wir halt auch da in diese Waldwege da lang gelaufen und da müssen auch echt Leute mit ihrem Auto durchgefahren sein. Das waren so Waldwege, wo ich nur dachte so, also wenn ich mit meinem Auto da durchfahren würde, mit einem normalen Kombi oder so, dann geht er kaputt. Also weil der Belag der Straße war gar nicht dafür ausgelegt, dass man da lang fährt und da waren so eine Unwucht drin quasi. Es waren so viele Löcher drin und alles. Ich wäre bestimmt irgendwo hängen geblieben und hätte mir irgendwas kaputt gemacht. Auch großen Respekt, wenn dieser Mensch das hört, uns ist wirklich einer im Wald mit dem Auto entgegengekommen. Der ist da lang gefahren. Das großen Respekt, du hast auch normal ein Kombi, dass du es geschafft hast. Rest in Peace dein Auto. Das wird es wahrscheinlich nicht geschafft haben. Genau, und da hatte ich das Gefühl, also da wusste ich, nicht das Gefühl, sondern ich wusste, dass da Wildschweine in der Nähe waren, weil die sind mit uns mitgelaufen. Die hatten einen Abstand von ungefähr 50 Metern oder so. Die konnte man oben auf dem Berg sehen und die sind quasi mit uns ein Stück mitgelaufen, haben uns beobachtet. Aber ich hatte da jetzt nicht so Angst vor, weil die schon noch Abstand gehalten haben. Die sind jetzt nicht so nahe gekommen. Weil die sahen noch relativ, ja, dann
nicht so aggressiv aus von weitem. Genau, da haben wir Wildschweine getroffen. Andere Tiere im Wald, vor denen irgendwie Rehe, ja, habe ich schon gesagt, Rehe hauen eigentlich eher ab, wenn man die sieht. Das ist, glaube ich, eher untypisch, dass ein Reh einen wirklich als Hundehalter oder den Hund angreift, ne? Ja, das wäre sehr untypisch. Da müsste man schon richtig in die Enge getrieben haben oder so, aber ansonsten hauen die eigentlich ab. Klar. Was ist mit Hirschen? Hirsche sieht man ja so selten. Das wäre ja schon fast ein Glücksfall, wenn man überhaupt mal einen sieht. Aber auch die, normalerweise sind es Fluchttiere. Ich denke, wenn man jetzt mal nicht gerade Brunftzeit hat oder so und irgendwie wieder da irgendwo zwischengerät zwischen Jungtier und oder den weiblichen Tieren und dem männlichen Tier oder so, da sollte eigentlich hauen die ab. Die greifen normalerweise ohne Grund nicht an. Also ich glaube, die Gefahr, dass man von einem Huftier angegriffen wird, ist doch eher gering Okay. im Wald. Also von einem wilden Huftier. Da sind Kühe wahrscheinlich gefährlicher. Was ich noch jetzt letztens gesehen habe, da denkt man eigentlich auch gar nicht so dran, wenn man im Wald geht, oder ich zumindest immer nicht. Füchse. Und zwar haben wir den Fuchs gesehen, sind mit Max draußen gewesen und der lag 3 oder 4 Meter entfernt von uns, ist so lange liegen geblieben und dann endlich weggerannt. Ja, Füchse sind auch eher keine Gefahr für Hunde, oder? Nee, die sollten halt nicht miteinander spielen oder so. Es gibt natürlich immer noch theoretisch die Tollwutgefahr, obwohl ich glaube, Jäger versuchen das gut in den Griff zu kriegen, auch teilweise mit Impfungen und so weiter, sodass das nicht mehr so die große Gefahr ist. Aber ich denke, da sollte man direkte Begegnung einfach vermeiden, weil man sicherlich nie ganz ausschließen könnte, dass man auf tollwütige Tiere träfe, wobei unsere Hunde ja eigentlich dagegen geimpft sein sollten. Muss ja laut deutschem Genau. Gesetz, ne? Also sollte sich da eigentlich für die keine Gefahr ergeben, aber es ist ja auch für Menschen ansteckend. Und Menschen haben meistens keine Tollwutimpfung. Also weiterer Vorteil, Stadt, keine anderen Tiere. Oder wenig, oder wenig weniger Stadt. andere Tiere. Ja. Was mir auch auffällt, aber ich meine, das kann man halt nicht so spezifisch aufpassen, aber ich hatte mal ein Video dazu gemacht, zu was kostet ein Hund in der Haltung oder was kostet ein Hund. Und bin ja darauf gekommen, über die also Hundesteuer habe ich dann ja aufgelistet, wo das am teuersten ist und alles und dann einen ungefähren Preis. Und das waren alles fast Großstädte, die ich aufgelistet hatte. Und deswegen ist es in Großstädten meist teurer, einen Hund zu haben, als so wie bei uns hier auf dem Land. Wir sind umgezogen, kein Geheimnis, wir haben 3 Hunde. Wir zahlen jetzt noch genau die Hälfte an Hundesteuer, was wir vorher gezahlt haben. Ja, das ist auf dem Land tatsächlich meistens sehr viel günstiger als in Städten. Weil man in Städten darüber ein bisschen regulieren will, wie viele Hunde, glaube ich, gehalten werden. Und auf dem Land ist es denen eher so egal. Egal, ne? Ja. Was mir noch so generell auffällt, einmal zu, was für Sorten von Hunden es gibt und wie auch andere Nicht-Hundehalter Menschen auf Hunde reagieren. In der Stadt trifft man häufig ja auch Menschen, die keinen Hund haben. Und da trifft man auch häufig welche, die sehr ängstlich bei Hunden sind oder halt wenig Erfahrung damit haben und sich komplett falsch verhalten, wenn sie irgendwie Hunde treffen und nicht wollen, dass sie kommen, wenn sie dann irgendwie quasi anlocken oder ansprechen und sie wundern, wenn der Hund kommt oder so und dann ganz entsetzt sind. Habe ich alles schon erlebt. Oder halt generell große Angst haben und dann einen von Weitem schon bitten, dass man doch den Hund anleint oder beiseite nimmt, weil sie sich nicht vorbeitrauen oder. Also das habe ich schon sehr häufig gehabt, dass man Menschen begegnet, die Angst vor Hunden haben. Hier auf dem Land scheint das einfach, oder auch Kinder, hier auf dem Land ist das irgendwie sehr viel verbreiteter, dass der Umgang mit Tieren alltäglich ist und viel mehr Leute akzeptieren das. Und ich habe bisher noch. Gut, man trifft auch einfach insgesamt nicht so viele Leute. Aber bisher wirken die alle wesentlich relaxter im Umgang mit. Selbst wenn sie selber keinen Hund haben, dann ist das nicht so, dass die extrem ängstlich wirken oder so, sondern da ein bisschen entspannter wirken. Ja, stimmt schon. Wobei ich auch sage, in der Stadt gab es auch viele, die haben extrem positiv auf den Hund reagiert. Da gibt es auch viele, denen ich begegnet bin, die gesagt haben, ja, Hund ist schon toll, aber ich selber kann jetzt aus den und den Gründen vielleicht keinen Hund halten. Denk schon, in der Stadt haben viele einfach auch Angst, einen Hund zu halten, weil in der Stadt wohnt man meist beengter, weil man hat eine kleinere Wohnung, man hat eher keinen Garten. Und auf dem Land, man muss ja nicht lügen, aber es ist einfach günstiger zu wohnen, man hat mehr Fläche, man hat eher einen Garten als jetzt irgendwo in der Stadt, außer man ist, keine Ahnung, Sekretär einer Staatskanzlei verdient 15.000 € brutto, dann kann man sich das leisten. Ja, genau. Dann vielleicht mal zu was für Hunde sozusagen so gehalten werden. In der Stadt ist es ja doch eher so, dass man mit großen Hunden fast eher so die Ausnahme bildet, außer es sind die allseits überall weit vertretenen Labradore und Golden Retriever. Aber so mit einem Schäferhund ist man,
ich will jetzt nicht sagen eine große Ausnahme, aber im Vergleich zu den ganzen französischen Bulldoggen, Möpsen und sonstigem kleinen Vieh, was da so rumläuft, fällt man doch ein bisschen auf. Ja, und hier auf dem Land trifft man irgendwie beides. Man trifft sowohl groß als auch klein, habe ich das bisher das Gefühl. Und ja, was ich schon sagen möchte, noch muss, ist quasi, dass ich auf dem Land, in der Stadt habe ich schon mehr jetzt mittlerweile so Pitbull und sowas getroffen. Also ich will jetzt nicht sagen Kampfhund, aber mir fallen also Pitbull und wie heißt die anderen, Staffordshire Terrier, die sind schon häufiger geworden, hatte ich das Gefühl auch. Obwohl es eigentlich laut Gesetz ja verboten ist, diese Hunde zu halten. Das ist auch immer ganz lustig, weil nicht ich zu dann... halten, sondern nachzuzüchten und sich neu Stimmt, anzuschaffen. genau, also die Neuanschaffung ist verboten und sowas und so. Also, und wenn Tiere jetzt 2 Jahre alt sind, weil das Gesetz besteht schon irgendwie seit 10 Jahren, dann dürfte es die eigentlich gar nicht geben. Und das Lustige ist, wenn man die Halter mal drauf anspricht, ich bin ja immer so ein Kerl, ich frage einfach mal auch Spaß nach, ich will ja keinem Ärger machen. Ich frage halt immer nach, na, was ist das denn für eine Rasse? Ich sehe, natürlich ist es mir klar, dass es ein Pitbull ist oder ein Staffordshire Terrier oder sonst was. In der Regel weiß ich es ja auch. Und dann sagen die Leute immer ganz lustig zu mir, ja, ist ein Mischling, weil kriegst halt weniger Probleme. Das ist das Gleiche, hatte ich auch beim eBay Kleinanzeige gesehen, mit Wurfankündigungen. Da hat einer angekündigt, reinrassige Pitbull Terrier. Und da habe ich mir geschrieben, ja, eigentlich ist ja die Zucht verboten von Pitbull Terriern in Deutschland. Ob er das denn wüsste. Und er dann gesagt hat, nee, er hat sich verschrieben im Titel, er ändert das auch gleich. Das handelt sich um Mischlinge. Als netten Trick. Ja, also ich halte von dieser Rassebegrenzung persönlich selber auch nichts. Ich finde das Quatsch, aber ich finde das trotzdem auch ein bisschen. Daneben sich dann, dass es dann einige dann trotzdem machen. Da muss man vielleicht auch das gleich als Mischling laufen lassen, aber dann nicht so anbieten. Das ist als Pitbull oder als Staffordshire Terrier. Die Hunde können ja auch selber nichts dafür, aber das Problem ist einfach bei den Hunden, das hatten wir auch schon mal gesagt, glaube ich, im Podcast, dass es oft auch Leute sind, die sich so einen Hund halten, die dann auch szenetypisch dazugehören und sich dementsprechend auch den Hund erziehen. Und dass es dann auch für die eher ein Prestigeobjekt ist, als jetzt vielleicht irgendwie ein treuer Wegbegleiter mit einer nassen Nase. Ja, genau. Genau, die waren ja bei den Rassen stehen geblieben. Ich habe das auch das Gefühl gehabt, dass, was du gesagt hast, die Standardhunde sieht man in der Stadt häufiger. Also die Standardhunde für die Stadt ist ja auch jetzt nicht kein Problem, aber man sieht auf dem Land auch mehr Mischlinge. Stimmt, oft ja. Mehr Mischlinge. Man sieht auch teilweise größere Hunde als in der Stadt. Wobei es natürlich auch in der Stadt nach Statussymbolen geht. Wir hatten das so, dass dann. Wir hatten ja eine Wohnung gemietet, weil wir ganz arm sind, deswegen schön abonnieren, dass wir ein bisschen Geld verdienen. Dass unser Vermieter hat gesehen, wir hatten hier einen Schäferhund und hat sich gedacht, er muss was Größeres und Majestätisches haben. Und hat sich dann erstmal eine Dogge geholt. Ja. Ja, genau, das fand ich dann auch so sehr lustig. Naja, so, nochmal dazu, ich meine, ein Hund muss erzogen werden, ein Hund braucht halt viel Zeit und sowas. Und der hat ein Kind bekommen und das Kind war geboren und 2 Wochen später hat er sich einen Welpen gekauft, der irgendwie. Die Abgabezeit ist ja, glaube ich, mal 3 Monate. Der war irgendwie 3 Monate alt, halt so 3, 4 Monate alt. Und der konnte nichts. Der hat in die Wohnung gemacht und alles. Und ich denke nur so, man kann seine Frau nicht so wenig lieben, dass man sagt, ich hole jetzt nochmal einen Hund, wenn das Kind 2 Wochen alt ist. Das Kind ist nicht mal aus dem Gröbsten raus. Hast ja 2 Kinder, hast den Welpen und hast das Kind halt. Ne? Ja, ist natürlich viel, viel Arbeit, was da auf einen zukommt. Und dann hat man immer, nachdem wer da mit den Leuten raus, wer mit dem Hund rausgeht, hatte man das Gefühl, der überträgt das auch gerne an Freunde, Kumpels oder so und lagert es ein bisschen aus. Ja, dementsprechend ist es halt auch so, Uli und ich, wir haben ihn selber noch nie draußen mit seinem Hund spazieren gehen gesehen. Nur seine kleine Frau, weil als der Hund halt noch kleiner war. Und jetzt sehen wir immer irgendwelche, oder haben wir zuletzt immer irgendwelche fremden Menschen mit diesem Hund Gassi gehen sehen. Ja, muss er ja selber wissen, ist ja auch, ist ja seine Sache so. Aber ich hätte mir dann keinen Hund geholt, wenn ich mit dem nicht selber rausgehe. Genau, Mischlinge gibt es halt mehr auf dem Land. Auch so Jagdhunde-typische Rassen sind auch beliebt. Ich habe Münsterländer jetzt auch häufiger gesehen. Ich habe viel Jack Russell gesehen, aber kommt wahrscheinlich, weil hier eine Person wohnt, die hat viel Jack Russell. Die betreibt wahrscheinlich die ganze Zucht in Norddeutschland damit. Genau, die hat halt viel Jack Russell. Ja, andere Hunderassen noch? Ja, halt auch irgendwie, wie gesagt, so Windhund-Mischlinge oder so, halt irgendwas Größeres. Aber wirklich halt, ist, ne, ich finde schon, also ich habe bisher hier tatsächlich noch nicht so einen typischen Mini-Stadthund gesehen. Also ich habe hier jetzt noch keine französische Bulldogge oder sowas gesehen. Irgendwie. Oder Mops oder so. Und die sind in der Stadt doch in letzter Zeit sehr,
sehr häufig zu sehen gewesen. Das ist mir hier bisher noch nicht über den Weg gelaufen. Nee, das stimmt. Aber da hatte ich auch gelesen, es wird nochmal ein Video kommen zur Geschichte der französischen Bulldogge. Die französische Bulldogge ist eigentlich auch jetzt mittlerweile eher mehr ein Stadthund geworden als jetzt wirklich ein Landhund. Ich denke, ich meine, viele werden sich wahrscheinlich eben diese kleinen Hunde holen, weil die halt auch für Wohnungen als mehr geeignet empfunden werden. Was Quatsch ist. Ja, aber wie gesagt, das ist eben, vermute ich mal, so vielleicht der Antrieb. Überhaupt generell, so Molosserhunde habe ich jetzt allgemein noch nicht so viele gesehen auf dem Land. Nee. Genau, die kommen mir in der Stadt irgendwie häufiger vor die Nase. Ja, aus den genannten Gründen halt. Und genau. Ja. Noch ein weiteres Thema, wo ich finde, sind sie ja auch aufeinander entspannter. Und zwar Hundekot. Ich muss ja, ich gebe ja zu, ich bin ein Sünder. Ich mache es nicht unbedingt immer weg, wenn es an Stellen liegt. Mein Hund ist halt so clever, er geht so weit im Busch herein, dass wenn ich da selber reingehe, dann muss ich mir überall Zecken abholen, dann lasse ich es lieber. Man sieht es halt auch nicht, man riecht es schon teilweise, ehrlicherweise, aber nicht lange. Und dass er das dann so gut versteckt, dass ich dann sage, okay, lass liegen. Und es haben auch schon ein paar Leute gesehen, es hat keiner was gesagt. Also es ist einfach ein bisschen lockerer. In der Stadt hatte ich das schon. Da hat der Hund nur irgendwie geguckt, wo er dann hinmachen kann. Ich, klar, ich hatte da auch irgendwas mit zum Wegmachen. Ist auch dann, muss man dann halt auch machen, wenn dann wirklich halt auf dem Gehweg langläuft mit so einem kleinen Grünstreif, dann kann man es nicht liegen lassen. Wegen Kindern und so. Der hat nur einfach geguckt und wollte irgendwie Pipi machen. Und dann kam eine Frau vorbei, ganz oft schon gehabt. Das machen sie aber auch schön weg. So, ne? Und habe ich immer gedacht, so, ja, es ist sehr unnötig, dass mich dann so eine ältere Frau oder irgendwie eine Frau, also das hängt nicht mit deinem Geschlecht zusammen, aber dass mich dann halt ein Mensch drauf anspricht, dass ich meinen Hundekot wegmache, bevor mein Hund überhaupt Hundekot irgendwo hingemacht hat. Fand ich schon ein bisschen seltsam so. Ne? Das ist so, als würdest du mit dem Auto losfahren, dann sagt jemand zu dir, aber nicht bei Rot fahren. Und man fährt gerade vom Parkplatz weg. Das ist ein bisschen sonderbar, aber sind die Leute auch echt allergisch gegen gewesen? Die sind sich hier auf dem Land ein bisschen gelassen, da sagen sie halt, ja, ist dann halt so. Also die Frau vom Bürgerbüro hat zu mir gesagt, dass die Leute hier auf dem Land einen schon daran erinnern, dass man es wegräumt. Davon habe ich noch nicht so viel gemerkt, weil immer wenn ich spazieren gehe, sind da keine anderen Leute. Oder wenig. Ja, sie hat aber auch gesagt, dass man das halt nur natürlich von den Bereichen, wo auch lang gelaufen wird, wegräumt. Wenn der im Busch macht oder so, hat sie auch gesagt, dann ist das kein Problem. Waren tatsächlich so ihre Worte. Also ne, wegräumen, wenn es irgendwo Ja. so liegt, aber wenn der schön an die, quasi in die Büsche geht oder irgendwo, jetzt nicht sagen, auf Gemüse weht, natürlich nicht, aber so halb im Graben drin, dann Das okay? stört es ja auch tatsächlich nicht irgendwie. Dann stört eher meiner Meinung nach der Plastikmüll, den man fabriziert, wenn man das, was eigentlich kompostierbar ist und was die Natur von alleine erledigt, in einen Plastikbeutel reinpackt, der wieder schwer verdaulich ist. Ja, und das ist einfach so unnötig. Das habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast, glaube ich, erzählt. Läuft man spazieren, an nee, einem Kurzvideo habe ich es mal erzählt, läuft man spazieren und dann sehe ich mitten auf dem Gehweg eine Tüte mit Hundekot drin. Und das macht es einfach nur noch schlimmer, weil du hast dann den Plastikmüll auf dem Gehweg liegen, plus der Kot baut sich nicht von alleine ab. Selbst wenn der Kot auf dem Gehweg liegen würde, wäre der irgendwann weg von alleine so. Würde sich halt selbst kompostieren. Aber durch das in der Tüte konserviert wird, bleibt er da ewig liegen und du hast diese Tüte dann im besten Fall tippst du drauf und dann platzt sie wie ein Ballon und spritzt überall hin. Und dann Dann ist es, zermatscht es richtig schön und dann ist ja, es eine richtige widerliche Paste, die du überall kleben hast. mit Plastik vermischt. Boah. Ja, das finde ich schlimmer, als das dann einfach liegen zu lassen teilweise. Das verstehe ich auch nicht, denn, dass man dann so viel Plastikmüll da fabriziert. Eigentlich wäre doch eine gute Idee, ich habe das letztens erst gemerkt, dass es Spültabs gibt für die Spülmaschine, die eben so eine Folie drumherum haben, dieser Spültab selber. Und diese Folie löst sich bei Wasser auf, dass man das vielleicht auch sowas für Hundetüten holt. Ja, das Problem ist, also es gibt ja kompostierbare Kotbeutel, Ja. aber das ist wie mit diesen kompostierbaren Beuteln für Biomüll. Das kompostiert sich halt nicht wirklich gut. So, deswegen wird häufig von Biomüllablaanlagen auch empfohlen oder gewünscht, dass man diese Sachen eben nicht benutzt, eben weil sie nicht wirklich kompostierbar sind oder nur sehr, sehr schlecht kompostierbar. Diese Spülmaschinentabverpackung. Die sind einfach von der Konsistenz nicht stabil genug, dass man das benutzen könnte, großflächig für eine Tüte, die dann nicht kaputt geht, während man den nassen Kundekot da reinpackt. Dann hast du quasi
feuchten, nicht ganz trocken, also nicht immer ist Hundekot ganz trocken, Hundekot schon drin, das reißt eventuell, weil oder löst sich schon auf. Oder löst sich schon auf. Und das ist natürlich auch nicht das, was man will, während man es einsammelt. Ja, es war halt nur jetzt eine Wunschvorstellung. Aber das ist auch wieder so ein Unterschied. Ich habe das, was ich auch nochmal sagen möchte, es ist bei uns zwar jetzt nicht so, aber es gibt halt Kommunen, da zahlt man weniger Hundesteuer und die hängen sogar Hundetütenhalter überall auf. Also es gibt da hier so Gegenden, die zahlt auch weniger Hundesteuer als in der Großstadt, wo wir vorher gewohnt haben. Und die haben überall irgendwelche Stationen, wo du dir Hundetüten abreißen kannst. Gibt es bei uns hier im Dorf, tatsächlich im Dorfkern auch. Ja? Ja. Diese eine Station dann da? Nee, es gibt an dem... Okay, gibt es halt welche, da gibt es mehrere, ja, genau. Okay. Aber die gibt, wir wohnen halt so weit raus, dass wir davon wieder nicht profitieren können, es sei denn, wir laufen in den Ort hinein. Aber wenn man durch den Ort läuft, direkt, da wo man eigentlich auch schön mit Hunden laufen kann, dann gibt es da tatsächlich auch mehrere Stationen. Ja, das Lustige ist, wir wohnen so weit aus dem Ortskern heraus, dass wir schon wieder im anderen Ort eigentlich wohnen. Naja, kurz davor halt. Ja, aber es ist eigentlich ganz lustig. Ja, aber das ist auch so ein Punkt, also geldmäßig. Tierärzte, habe ich auch das Gefühl, gibt es hier auch mehr? Ja, nee, mehr würde ich nicht sagen. Es gibt in der Stadt schon also echt viele verhältnismäßig Tierärzte. Mehr. Aber es ist jetzt nicht so, dass man hier an Unterversorgung leidet. Nö, aber ist doch ganz gut eigentlich. Also zumindest wir, weil ich weiß nicht, vielleicht ist das in anderen Dörfern, Ecken, auf anderen Landbereichen nicht immer so, könnte ich mir vorstellen. Aber da haben wir vielleicht einfach jetzt hier Glück, dass wir hier vor Ort Tierärzte haben. Aber das ist kein Problem. Ein bisschen gemeines von mir ist doch, aber was ich sowieso immer jetzt auf dem Land so ein bisschen noch unterschiedlich sehe, ist zum Beispiel auch mit dem Tierarzt jetzt. Das sieht einfach aus wie so ein normales Wohnhaus und es ist einfach ein Tierarzt drin. In der Stadt hättest du das nicht. Das ist immer irgendwie so ein Special-Gebäude, das irgendwo so in der Ecke steht und dann weiß gestrichen. Und dann haben sie 10.000 Zeichen für Tierarzt da drauf gemalt in 35 Sprachen. Und dann noch irgendwie mit so, hat noch ein Bildhauer war dabei und hat dann noch irgendwie einen Stern den Hund dahin gemeißelt, dass man auch ja merkt, da ist der Tierarzt. Weil hier ist es einfach ein normales Wohnhaus, wenn da nicht so ein kleines Schild hängen würde, dann würde man einfach dran vorbeigehen. Würde halt denken, so, da kann doch kein Tierarzt irgendwie seine Praxis haben. Ja. Und vor allen Dingen, der Tierarzt scheint ja auch nett zu sein, aber der Tierarzt hat ja auch nicht vorne seine Praxis da, wo man normalerweise denkt, aha, du gehst vorne zu dem Haus, klingelst dann, dass der Tierarzt wächst. Nein, du musst durch seinen Garten gehen. Ich muss mal fragen, ob er das Gewerbe auch schon angemeldet hat und nach seiner, ja, nach seiner Steuernummer fragen, ob das denn jetzt wirklich so rechnet ist. Wird schon wohl so sein, also ist jetzt kein krimineller Mensch, aber genau. Ja. Ja, im Prinzip alles gesagt, also dass man hier, also denke ich, haben wir alles angesprochen, dass wir, dass man halt mehr Platz hat auch noch zum Halten hier, dass es halt günstiger ist, jetzt einen Hund zu haben, man hat eher auf dem Land ein Grundstück. Wobei ich, wie wir es auch schon ein paar Mal gesagt haben, ein Grundstück ist nicht unbedingt, oder ein Garten ist nicht unbedingt ein Faktor, dass man den Hund halten kann. Es ist nur schön, einen noch zu haben mit Hund. Vielleicht, was noch dazu kommt, aber das hat man in der Stadt vielleicht auch, aber vielleicht auf dem Land noch eher, dass vielleicht auch deswegen Hunde jetzt hier auch doch relativ weit verbreitet sind. Auch wenn man mal so spazieren geht, hört man das halt, dass überall Hunde sind, weil da bellt es dann auch. Dass hier auf dem Land vielleicht viele auch Hunde deswegen halten, weil sie sich dann weniger Sorgen machen müssten wegen Einbrechern, weil man natürlich nicht so eng frequentiert ist von Nachbarn und überall alles einsehbar ist, dass vielleicht Nachbarn mit aufpassen könnte und dann fühlen sich viele vielleicht mit Hund auch noch sicherer. Das ist mir noch so ein bisschen so ein Eindruck, den ich habe. Dass deswegen ne, aus Sicherheitsgründen oder aus Bewachungsgründen vielleicht auch viele Hunde halten hier. Vielleicht mehr noch als in der Stadt. Ja. Und hier ist es auch nochmal der Unterschied, das haben wir vergessen, also das fällt mir gerade ein, dass es den Leuten auch eher egal ist, wenn der Hund bellt, weil wenn man jetzt, so wie wir wohnen, irgendwie man hat ein Haus, in dem man wohnt, dann hat man ein bisschen mehr Platz zum Nachbarn und der Nachbar, der wird sich nicht darüber beschweren, dann ob der Hund bellt. Also bei uns war es so, wir sind eingezogen, haben nach 3 Wochen unseren Nachbarn kennengelernt oder Nachbarin und dann hat der Nachbar halt gefragt, so, ja, ich habe gehört, ihr habt Hunde, ich habe von denen noch nichts gehört. So. Und ich dachte halt so, ja gut, also die haben mir schon ein paar Mal gebellt. In der Stadt wäre es so gewesen, wäre das Ordnungsamt direkt nach einer halben Stunde da gewesen, der Hund 5-mal gebellt hätte an der Tür, weil jemand geklingelt hat. Und hier überhören sie das dann auch. Das ist ja auch okay. Aber es ist halt der Vorteil, dass man nicht so dicht aufeinander ist und auch die selbst die Häuser, die im Dorf stehen, halt mehr Abstand zueinander haben, als vielleicht das in der Stadt in so manchen Gebieten. Genau, ist. Und die Leute sind da einfach auch entspannter mit Lärm und sowas, genau. Also auch krähende Hähne sind hier jetzt nicht so das Problem. Ja, ich war ja auch erschrocken, aber irgendwie fast alle unsere Nachbarn haben irgendwelche Tiere im Garten. Also manchmal nicht keine Hunde oder Katzen, sondern irgendwie so Hühner und sowas. Ich habe nur das Gefühl, dass einer Lamas hat noch im Garten, so eine Lama-Zucht oder was.
Ja. Das ist aber eigentlich ganz nett, weil man da selber nochmal überlegt, ob man vielleicht seinen Horizont nochmal erweitert mit anderen Tieren. Also dass man vielleicht nochmal irgendwie. Also wir überlegen momentan, muss man ganz ehrlich sagen, denken wir noch darüber nach, Zwerghühner uns anzuschaffen. Wir hatten ja überlegt, aber abgewegt, ob wir richtige Hühner nehmen, Zwerghühner oder Wachteln. Ja. Und wir haben uns eigentlich im Großen und Ganzen haben wir uns für Zwerghühner jetzt schon entschieden, weil man für Zwerghühner weniger Platz braucht. Das ist ein Faktor. Also weniger Platz als für die großen Als für Hühner. die großen, genau, als für die normalen Hühner. Und sie legen halt weniger Eier, aber gleich große Eier in etwa. Ja, nur minimal geringere Eier Ja. im Vergleich zu Wachteln, die doch sehr, sehr viel kleinere Eier legen. Und dann könnte man vielleicht auch mal ein bisschen so Eierversorgung selber machen hier so. Das wäre eigentlich ganz nett. Ja, oder Das. anderen Leuten Eier abgeben, wenn man selber nicht so viel Eier isst, aber man hat ein paar Hühnchen da. Genau, also das überlegen wir noch, aber dann würden wir da auch noch drüber berichten. Ja, dann werden wir nochmal ein Video darüber machen, was man denn da beachten muss und würden das vielleicht auch nochmal, was wir da selber dann bauen, nochmal dokumentieren. Vielleicht einfach nur als Ereignisbericht oder irgendwas, keine Ahnung. Dass man sich mal einen Einblick davon verschaffen kann. Das ist ja vielleicht interessant für manche. Wenn nicht, dann braucht ihr es ja nicht gucken. Genau, falls euch, wir sind jetzt auch schon quasi am Ende des Podcasts oder willst du noch irgendwas sagen? Nee, ich glaube, das war soweit Wir alles. wollten ja eigentlich auch nicht länger machen als eine halbe Stunde, Stunde heute. Falls euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Noch mehr freuen wir uns natürlich auch über einen Kommentar. Könnt einfach schreiben, was euch gefallen hat, was wir vielleicht besser machen können beim nächsten Mal. Ob ihr irgendwelche Themenwünsche habt. Ihr könnt auch natürlich auch, was uns auch wahnsinnig interessieren würde, ist eure eigenen Vergleiche und Erfahrungen, und dass wir das auch nochmal durchgehen können. Wenn ihr sowas schreibt wie, wir haben die und die Erfahrung gemacht oder sonst was, wir nehmen es in den nächsten Podcast mit auf. Schreibt eure Geschichte rein oder eure Erfahrung. Wir werden es im nächsten Podcast nochmal ansprechen. Und dann seid ihr dabei. Genau, und bis dahin noch eine schöne Zeit mit eurem Vierbeiner. Geht viel spazieren. Nutzt jetzt die Corona-Zeit dafür, dass ihr Ruhe habt zum Trainieren mit eurem Vierbeiner. Und habt ein schönes Leben. Tschüss! Tschüss.